Horizon Forbidden West gibt es ja eine Menge unterschiedlicher Waffen und der Prototyp Stachelwerfer ist mit Sicherheit eine von den Waffen, die dir auf keinen Fall gerade zu Beginn vom Game im Inventar fehlen sollte. Was macht ihn so besonders? Er ist einfach gerade am Beginn vom Spiel OP, weil du kannst ihn aus relativ großer Distanz auf den Gegner werfen und wenn er dann einmal dort eingeschlagen ist, gibt es anschließend nochmal eine Explosion und das macht halt schon ordentlich Damage beim Gegner. Wo findest du das Ganze? Dafür kannst du direkt am Anfang vom Game, wenn du einmal in Kettenkratz angekommen bist, hier an den Punkt reisen. Dort gibt es nämlich eine kleine Quest bzw. einen Auftrag von Dela und Boomer. Die beiden schicken uns dann auf die Reise und wir müssen für den Auftrag mehr Wumms einfach nur hier die Quest einmal aktivieren. Anschließend kannst du mit Viereck dir zum Beispiel anzeigen lassen, wo du das alles auf der Karte dann einzusammeln hast. Wir müssen, um den Auftrag abzuschließen, einfach nur 3 Stürmehörner und eine Reishornrippe zu den beiden wieder zurückbringen. Und anschließend bekommen wir einmal den Prototyp Stachelwerfer von den beiden überreicht. Wenn du mit dem Prototyp dann noch zur Werkbank gehst und das Ganze bis auf Stufe 3 einmal verbesserst, dann macht das beim Gegner doch gerade am Anfang vom Game schon eine Menge. Ba-boom! Du siehst also, der Prototyp Stachelwerfer sollte dir auf keinen Fall im Inventar fehlen. Es bringt dir einen mega Vorteil gerade am Anfang vom Spiel und wenn dir das Ganze gefallen hat, würde es mich natürlich auch freuen, wenn wir uns bei einem weiteren Video hier auf dem Kanal wiedersehen. In diesem Sinne, noch viel Spaß beim Zocken, hau rein und mach's gut!